So, Freunde, herzlich willkommen zu Teil 3 des Casebaus. Ja, ich habe mir alles mal wieder parat gelegt, den Rest alles eingekauft, was ich jetzt da brauchte. Ich schwenke mal um und zeige, was wir heute machen. So, und zwar hier, das Case kennt ihr. Da habe ich mir jetzt schon mal die Geräte zurechtgelegt. Das ist ein Giada Mini-PC. Das ist das Netzteil dazu, nicht das originale, sondern so ein Universalnetzteil. Ja, MyDMX3-Interface. Dann haben wir hier noch das Brettchen, das Gute, kennt ihr auch. Die beiden APCs, Kabel, ja, den Case-Deck habe ich schon mal fertig gemacht, mit Schaumstoff und innen drin Noppenschaum. Der ist jetzt 5 cm stark geworden für den Monitor, damit der schön geschützt ist. Ja, hier liegt der Rest. Das will ich jetzt irgendwie alles noch ein bisschen versuchen zusammenzubasteln und dann ist das ganze Case auch fertig. Dann zeige ich euch das mal, wie ich das im Betrieb verwende. Eventuell gehen wir noch ein bisschen auf die Steuerung ein, wie ich was programmiere. Ja, jetzt starten wir erstmal durch und gucken erstmal, wie wir den Kram da festkriegen. So, wieder ein kleines Upgrade. Ja, wie befestige ich das Ganze? So, und zwar habe ich mir so Kabelklett gekauft, die man klebt. Hier haben wir das eine Teil, die habe ich jetzt reingeklebt. Hier ist das Gegenstück. Das ist jetzt das Interface. Das klebe ich jetzt einfach hier rauf. In der Hoffnung, dass es auch vernünftig hält. Beim PC habe ich es ein bisschen anders gemacht, weil ich auch ein bisschen falsches Kabelklett bestellt habe, weil hier ist jetzt eigentlich die Klebeseite, ist jetzt das drüber. Das habe ich festgetackert, dass der PC wirklich bombenfest sitzt. Wenn so ein Interface mal kurz wegfliegt oder das Netzteil. Aber eigentlich sollte es nicht passieren. Wenn, dann mache ich halt noch zwei so einen Gurt drüber, tagge die fest und dann ist gut. Kann man auch schnell auswechseln. So, ja, das hätten wir auf jeden Fall erstmal drin. Jetzt kommt das ganze Kabelmanagement, was mir richtig Kopfschmerzen macht. Ja, Freunde, so sieht es erstmal aus. DMX-Interface fest, USB-Kabel geht hier lang, die anderen beiden USB-Kabel von den APCs gehen auch hier lang, diese sind noch hier die beiden Enden, hier ist das Netzteil fest, hier ist der ganze Rechner fest, viermal USB, einmal HDMI, WLAN-Antenne, ja, die beiden Stromausgänge gehen jetzt noch raus, da muss ich mal gucken, ob ich mir eine Power-Console mit reinbaue und nachher quasi fürs Interface auch noch einen DMX-Ausgang nach hinten. Bin ich mir noch unschlüssig, ob ich da eine 19 Zoll Blende reinbaue oder einfach so durch die Buchsen. Ja, das überlege ich mir immer noch über Nacht. So, APCs sind auch vorbereitet. Könnten wir quasi einfach jetzt mal das Brettchen nehmen. Einmal rein. Zack. Ich habe hier vorne noch einen Streifen geschnitten. Der kommt jetzt hier so rein. So, dann werden die hier schön. Zack, zack. Hier zwischen ist auch noch ein Streifen. So, und dann haben wir hier die USB-Kabel. Die kommen jetzt eigentlich hier durch. Stecken wir jetzt mal so an kurz. So, ihr seht, zwei APC-Minis, Plug and Play. Gut, der zweite wäre jetzt gerade nicht, warum auch immer. Doch, da kommt er. Müsste ja auch gleich leuchten. So, zack. Sogar falsch rum. Das ist eigentlich der erste, das ist der zweite. Gucken wir gleich mal, da habt ihr das auch mal gesehen, dass das wirklich Plug and Play hinhaut, weil viele mir bei Insta auch schon geschrieben haben, funktioniert das? Warum macht das jetzt wieder falsch rum? Ah, ich weiß warum. Und zwar müssten wir hinten die beiden USB tauschen. So. Boah, alles ganz schön fummelig. So, jetzt müsste er eigentlich in der richtigen Reihenfolge kommen. Nö. Na gut, dann drehe ich die Geräte einfach um und dann ist gut. So, habt ihr das auch schon mal gesehen? Soweit sieht es jetzt erstmal aus. Das andere sind alles Feinheiten, was ich noch mache. Das mache ich jetzt in den nächsten Tagen und dann gebe ich euch nochmal ein Update, wie ich das gelöst habe. Ja, anschließend gehen wir dann nochmal auf meine Programmierung ein. Ihr seht, schon ganz schön viel geworden. Ja, das habe ich jetzt einfach mal große Show genannt, weil da fast alle Effekte drin sind, beziehungsweise Lichter, die ich habe. Ja, darauf gehen wir aber separat am Ende ein. So, Freunde, ja, so sieht es erstmal aus von innen jetzt. Ich habe noch ein bisschen was verändert und zwar musste ich hier oben den Monitor nochmal abschrauben. Vorher sind die Kabel links und rechts rausgegangen.
Das hat aber gestört, weil wenn wir es zuklappen, ja quasi die APC-Minis hier sind. So, ja, das hat mir nicht gefallen. Dann war das Brett nicht richtig drauf. So, jetzt kommen die hier quasi aus der Mitte raus. Und ja, jetzt machen wir die APCs gleich noch wieder rein. Hier ist eine Stromverteilung. Zeige ich euch nicht, wie ich das gebaut habe. Da geht nochmal ganz lieben Dank an David raus von Hexa Music. Ja, der hat mir das Ding mit dem 3D-Drucker bzw. die 3D-Druckdatei rübergeschickt. Ganz simpel, ist ein Kasten, sind drei Vagos drin, Stromzufuhr, Netzteil, PC und hier ist es Leitungskabel quasi oder Stromkabel für den Monitor. Ja, habe ich jetzt mir alles so zurechtgefuscht. Ich kann es auch, ach, ist ja auch egal, ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich habe es nochmal gesichert. So sieht's aus. Zuganlassung mit Kabelbindern, Vagos drin. Die Vagos sind extra versenkt sogar, dass sie nicht wieder aufklappen. Also doppelte Sicherung. Ja, da haben wir hier ein Deckelchen. Der kommt darauf. Der sitzt auch so schon gut, aber ich habe den einfach nochmal gesichert mit Gaffer. Nicht, dass es doch nochmal aufgeht. Mein geht eh keiner ran, außer ich. Beziehungsweise Leute von mir, die da auch Ahnung von haben. Ja, wie gesagt, hier ist jetzt noch ein Kabel übrig, was rausgeht. Das ist unser Netzkabel. Steckdose rein. So, jetzt werden wir uns gleich noch ein DMX-Kabel erstmal vorübergehend ziehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier hinten eventuell eine 19-Zoll-Blende durchs Case durchmache. Ja, und dann halt Powercon in, Powercon out. Viermal Powercon, viermal DMX out. Vielleicht noch mal im USB in oder so. Ja, muss ich mal gucken. Erstmal reicht das so, die Kiste läuft auch so. Von daher lasse ich das erstmal. So, jetzt bastel ich gleich nochmal die APCs mit rein. Dann zeige ich euch, wie das alles erstmal passt. So, ja, komplett fertig. So, machen wir mal einmal den hier. Den müssen wir erstmal ganz nach hinten. Das ist eigentlich auch nicht die Endlösung. So, dann ziehen wir uns hier ein DMX-Kabel raus. Dann ziehen wir uns hier ein Netzkabel raus. Alles mit einer Hand wieder sehr geil. Warte mal. So. Dann bringen wir uns den Monitor in Position. So. Netzstecker in die Steckdose. Wie gesagt, hier ist DMX. So. PC startet. Machen wir das Licht aus und blendet so. Blendet immer noch, ist vom Fenster. Egal. So, dann habe ich mir noch fix dazu gekauft. Eine Tastatur und eine Maus. Die nehme ich aber so mit oder schmeiße die damit rein ins Case. Und fertig. Ja. So, jetzt seht ihr hier. Zack, Touch. Nehmen wir jetzt mehr Licht-PC. Fix mal PIN eingegeben. Ja, jetzt fährt er kurz hoch. Wir warten mal, bis hochgefahren ist. Starten wir mal schnell mein DMX. So, starten wir mal mein DMX. Nee, was ist mit ihm? So. Mit dem Monitor sieht aus wie Sau. Muss ich nochmal putzen. So, gleich mal gucken, ob er Internet hat. Internet hat er. Finde ich wieder super so abzufilmen. Aber egal. Gucken. Manchmal spackt es ganz schön rum. So, ihr seht, MyDMX gestartet. Ich habe mir eine MyDMX Full Version gekauft, die nach 224 Tagen stand heute. Was haben wir heute? 18.10. verfügbar ist. Ja. Muss man halt immer Start drücken. Werden es bestimmt die einigen oder anderen kennen. So. Und dann leuchten auch die APCs. Wir machen mal Licht aus, dann sieht man das besser. So. Naja, das Licht spiegelt jetzt vom Kellerfenster. Gut, kann ich gerade nichts machen. Das habe ich mir schon vorprogrammiert. Warum auch immer das hier leuchtet. So. Control. Sind hier unten meine ganzen Fixtures. Hier habe ich mir einen Dimmer gelegt. So, machen wir alles rot. Rot, rot, rot. So. Man muss immer die Dimmer einmal hoch machen.
dann wieder runter. So, jetzt seht ihr, das sind Papa-Strahle, das sind Beam-Moving-Heads, das sind Wash-Moving-Heads, das sind LED-Tubes, die auf zwei Segmenten laufen. Dann haben wir hier oben vier Blinde und die beiden hier unten, habt ihr gesehen gerade, zack, zack, machen wir mal blau, die jetzt blau leuchten, das sind zwei Nebenmaschinen. Also damit würde sich schon gut Show fahren lassen, denke ich. Ja, wie ihr seht, funktioniert das alles auf Anhieb, ne? Weil ja auch viele, wie gesagt, gefragt hatten, ob das mit zwei APCs geht. Ja, es geht. Und ich würde sagen, die ganze Programmierung, wie ich was mache, also ich kann ja mal kurz rüberschwenken, ich mache halt mit Dimmer, dann eigentlich zweiten Dimmer, dann Farben. Und da, wo die Farben sind, lege ich mir auch gleichzeitig die Dimmer auf die Dings. Und dann ganz viele Shortcuts und so. Also ich benutze halt auch diesen Mixer und ich würde sagen, wir machen ein extra Video. Ich werde das Ganze mal ganz in Ruhe durchgehen mit euch, vielleicht auch beim Aufbau mal, wie ich was programmiere. Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, ich mache das von Anfang bis Ende mit einer leeren Show und ich zeige euch ungefähr, wie viel Zeit ich brauche für, das sind jetzt 22 Lampen, das kriegt man in einer Stunde programmiert, wenn man weiß, wie die Lampen funktionieren und sowas alles. Ja, wie gesagt, also easy peasy alles. Wie ich die beiden APCs eingebunden habe, ist eigentlich auch nicht viel. Aber ich würde sagen, da machen wir nochmal ein ganz, ganz entspanntes, separates Video zu, weil um das jetzt alles abzufilmen, das wird einfach zu lange dauern. Ja, Innenausbau habt ihr gesehen, das habt ihr gesehen. Jetzt sehen wir uns gleich nochmal im Office wieder und gehen nochmal auf die Kosten ein. Das wurde sich nämlich auch gewünscht, dass ich mal ein bisschen vorrechne, was das Ding ungefähr gekostet hat. So, Freunde, ja, wie versprochen, gehen wir jetzt mal auf die Kosten drauf ein. Ich habe mir hier so einen kleinen schlauen Zettel geschrieben, weil ich mir jetzt nicht alles merken kann. Ja, fangen wir an mit dem Case. Case kostet im Original 169 Euro. Ich habe dafür nichts bezahlt, weil ich es vom Arbeitskollegen bekommen habe. Ja, da musste ich mir ja eine Siebdruckplatte dazu kaufen. Die Winkel, ein paar Nieten, dies, das, jenes, habe ich jetzt roundabout 50 Euro. So, Monitor hat gekostet 229 Euro. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Die APCs 198 Euro. Verlinke ich euch auch unten. Interface und Lizenz, das, was ich jetzt gerade nutze, sprich MyDMX 3 Interface mit der 5er Lizenz, kostet jetzt momentan so roundabout 300. Mit der Jahreslizenz nur, man kann es auch kaufen, dass man es ewig nutzen kann, da kostet aber die Lizenz, glaube ich, 250 Euro. Würde man auf 450 Euro kommen, hat man aber, wie gesagt, auch immer nur ein Universum, ne? So, oder man nutzt halt das Light, kauft sich das Interface, hat gleich zwei Universen, kostet 449 Euro. So, Kleinteile, der 3D-Druck, ne, dies, das, jenes, keine Ahnung, 5 Euro. Schaumstoff habe ich hier auch jetzt mal mit 15 Euro beziffert. Den Mini-PC habe ich damals Gebrauch gekauft für, ja, gibt's, habe ich jetzt gerade geguckt, so zwischen 60 und 100 Euro, also sagen wir mal 80 Euro. Tastatur und Maus habe ich noch gekauft, sind 20 Euro. Ja, kommen wir auf einen Gesamtpreis von, ich muss mal schnell rechnen, so fix nachgerechnet, ja, kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1063 Euro. Wie gesagt, je nachdem, was man verbaut. Monitor gibt es bestimmt auch billiger. Ich bin aber absoluter Asus-Fan. Fand den geil, hab den gesehen, hab mir den gekauft. Ja, für 230 Euro habe ich mir gedacht, kann man mitnehmen. Case, ja, wie gesagt, die 170 Euro müsste man runterrechnen. Interface und Lizenz hatte ich auch schon, aber habe ich mir auch irgendwann mal gekauft. Also jetzt ohne Case sind es 900 Euro, was ich jetzt denn dafür bezahlt habe. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich da irgendwie doch bei rauskomme, aber ja, okay, krass. Ja, so, das hätten wir auch. Ja, sonst weiter gibt es gar nicht viel dazu zu sagen. Ne? Ihr habt gesehen, das funktioniert alles wunderbar. Ich habe da jetzt ja einige Tage dran gesessen, aber es hat halt daran gehapert, dass ich immer Material bestellt habe, dann auch wieder zum Baumarkt fahren musste, dies, das. Ansonsten, wenn man alles da hat, kriegt man so ein Ding in der, weiß ich, am halben Tag zusammengeschustert, sage ich jetzt mal. Ne? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war auf jeden Fall ein cooles Projekt. Und wie gesagt, auf die Programmierung, oder da, um darauf nochmal zu sprechen zu kommen, das machen wir im separaten Video. Das macht sich, glaube ich, besser. Wir sind jetzt irgendwie, jetzt nehme ich schon wieder eine Minute acht auf. Ich bin gerade am Videoschnitt, da haben wir schon 12 Minuten, 13 Minuten habt ihr jetzt. Wenn ich jetzt da komplett auf die Programmierung eingehen würde, dann wird das einfach in den zeitlichen Rahmen springen. Das wird sich, glaube ich, keiner mehr angucken. Deswegen machen wir das separat. Da hatten wir auch einige Meister geschrieben. Es kommt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es jetzt in geraumer Zeit kommt oder auch nicht. Weil wir haben ja jetzt in zwei Wochen Halloween. Da stecken wir jetzt auch schon in die Vorbereitungen.
Weil wir das dieses Jahr auch wieder zu Hause natürlich bei uns machen. Ihr kennt das aus den vorherigen Videos. Wenn nicht, könnt ihr ja gerne mal in die Videos reingucken. Guckt euch das mal an, was wir zu Hause machen. Dieses Jahr mache ich es ein bisschen anders. Nicht vorne am Haus, sondern an der Seite vom Haus. Da habe ich mir auch schon eine Show für programmiert und eine Lasershow auch schon programmiert. Ja, da wird auch ein fettes Video kommen. Dann werden, ja, was machen wir noch? Von Schätz haben wir noch ein paar Pakete bekommen. Da müssen wir noch was auspacken. Machen da ein Unboxing-Video. Ja, dann kommt nachher ja schon die Weihnachtszeit. Da werde ich euch mal zeigen, wie ich mein Haus und sowas schmück. Vielleicht ergibt sich noch die ein oder andere Party. Also bis jetzt steht nichts mehr auf dem Schirm, aber manchmal ist es ja so, dann kommt auf einmal wieder einer um die Ecke und sagt, ey, ich brauche das und das und jetzt, ne, kannst du dann auch mal das Licht machen diesmal. Ja, ihr wisst ja selber, wie es ist. Ja, wie gesagt, das war es jetzt erstmal vom Casebau mit, oder vom Dazzlite Casebau. Und alles andere seht ihr in Zukunft. Liken, abonnieren, nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace.